24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Boom. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rise, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu eurem Lieblingsformat, herzlich willkommen zum populärsten Ufer-Raubfischturnier Europas, herzlich willkommen zum YouTube Predator Cup Bank 2023. Auf euch wartet ein fantastisches Teilnehmerfeld, das in vielen spannenden Episoden bis Weihnachten um diese begehrte Trophäe kämpfen wird. Unser Produktionsteam hat auch in diese Staffel wieder viel Herzblut und viel Schweiß gesteckt. Und so freuen wir uns natürlich wahnsinnig über Feedback in Form von Likes und Kommentaren zu jedem Video, sowie über Support-Einkäufe im Hecht und Barsch.de Online-Shop, wo ihr wie immer in der YPC-Kategorie das genutzte Tackle der Angler und Anglerinnen findet. Wer lieber im regionalen Angelladen einkauft und den YPC trotzdem unterstützen möchte, dem empfehlen wir die YPC Megastores und alle anderen lokalen LMAB-Partner. Wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß mit der 6. Staffel YPC Bank. Los geht's! Wie in jeder Staffel beginnen wir mit dem Modus und den Regeln der Gruppenphase. Es gibt wieder 4 Sechsergruppen, in denen sich die jeweils 3 punktbesten Angler nach 2x8 Stunden Angelzeit für die Zwischenrunde qualifizieren. Das Scoreboard setzt sich wie gewohnt aus einem Barsch, einem Zander, einem Hecht sowie 3 variablen Bonusfischen zusammen. Und auch die Multiplikatoren sind mit 2, 1,3 und 1 dieselben wie sonst auch. Es können wieder bis zu 30 Topwater-Punkte erreicht werden. Für jeden maßigen Topwater-Fisch gibt es 10 Punkte. Hierbei gelten alle regulär mit Kunstködern gefangenen Fische, auch Friedfische. Die Fischart spielt für die Topwater-Punkte also überhaupt keine Rolle. Die Mindestmaße liegen für Barsch, Zander und Hecht wie immer bei 22, 42 und 45 cm. Für Topwater-Punkte mit anderen Arten muss der Fisch mindestens 40 cm lang sein. In der Zwischenrunde qualifizieren sich von den verbleibenden 12 Anglern dann 4 für die Finalrunde, die wie im letzten Jahr an Gewässern ausgetragen wird, an denen keiner der Finalteilnehmer vorher je gefischt hat. Strafen gibt es auch wieder. Wer einen Fisch im Drill durch einen Vorfachbruch verliert, bekommt eine Zeitstrafe von 30 Minuten. An der Schnur herausgehobene Fische bedeuten eine Strafe von 10 Minuten. Zeitstrafen erfolgen nicht sofort, sondern werden ans Ende des Angeltages gelegt. Kommen wir nun zur Vorstellung der 6 Angler aus Gruppe A. Der Berliner Dustin Schöne gehört wie in jedem Turnier zu den Top-Favoriten auf den Pokal. Der YPC Bank Champion von 2018 und YPC Boat Gewinner von 2022 vertritt natürlich wieder seine eigene Raubfisch- und Streetwear-Marke Nace. Wie im letzten Jahr trifft Dustin in der Vorrunde auf Landry Rosens. Der Belgier konnte in den beiden letzten Jahren jeweils das Finale erreichen und verpasste den Titel 2022 nur hauchdünn. Als amtierender Vizemeister startet er wieder für Fish Explorer, eine Brand, die sich auf nützliche Tools zum Raubfischangeln spezialisiert hat. Herbert Ziereis, Gewinner der Fisch- und Fang-Profiliga und YPC-Vizemeister von 2019, hatte beim YouTube Predator Cup zuletzt weniger Glück. Der bayerische Angelguide nimmt wieder für die Marke Moby Softbaits, einem deutschen Hersteller für umweltfreundliche Gummiköder, am Turnier teil. Die junge deutsche Raubfischmarke Zack Fishing schickt wieder ihren Kultangler Markus Eule ins Rennen. Der Wahlitaliener aus der Pfalz konnte bei seinem Debüt im letzten Jahr vor allem beim Hechtangeln überzeugen. Wir sind gespannt, ob er seine gute Leistung 2023 wiederholen kann.
Christopher Jung hatte bei seinem YPC-Comeback im Vorjahr weniger Erfolg. Trotz Tabellenführung nach Tag 1 verpasste er das Halbfinale ganz knapp. Die japanische Weltmarke Shimano schenkt dem Baitcaster-Experten erneut das Vertrauen und der Mannheimer wird sicher alles geben, diesmal eine Runde weiterzukommen. Regina Prosse ist vermutlich die Kandidatin in Gruppe A, die im Vorfeld am schwersten einzuschätzen ist. Der schwedische Distributor Catch with Care schrieb online eine Wildcard für dieses Turnier aus. Nach der Sichtung von etlichen Videobewerbungen fiel die Wahl auf Regina. Diese Entscheidung ist nachvollziehbar. Denn die Niederländerin kennt die Turniergewässer gut und identifiziert sich schon lange mit den Marken CWC, Strike Pro und BFT. Mal sehen, wie sich die einzige Frau im Feld bei ihrem ersten Angelturnier überhaupt schlagen wird. An Tag 1 starten Dustin, Herbert und Christopher in Zone 3. Landry, Markus und Regina beginnen in Zone 4. Die Angler sind fast alle auf dem Weg zu ihrem ersten Spot. Doch einer hat vorher noch ein Problem zu lösen. Hello. Good morning. Good morning. Okay. Enter. Same pin. And I don't have the same pin. Oh, shit. Shit happened. I think I have the code, the SIM pin in my computer. I hope so, because I cannot fish without my phone. All my spot is on my phone and my GPS is on my phone. So, yes. Hallelujah. My smartphone is started now. Sorry. The mistake is an application is not working on my phone. And I click to restart, and I was thinking it's restart the application. But no, it's restart the phone, and the phone is new, and the SIM card is new. So the phone is starting again, and with a code PIN. So I don't remember the code PIN. Let's go for a new season of YPC. So, legen wir einfach hier mal ab. Ja, wobei, so in die Kacke reinlegen ist vielleicht nicht so gut. Also wir haben hier auf jeden Fall bei der Vorbereitung schon Spaß. Wir werden hier gerade von der Kuhgang belagert und komplett abgeschleckt. Der Rucksack musste dran glauben, der Kescher musste dran glauben, meine Hose und mein Hinter... We're here at the first spot. I hope to catch some nice pike over here. We have still some time left before the first cast, so I'm gonna set it all up and then we're gonna start. I'm super excited and a bit nervous. Die Newcomerin ist angespannt, doch den alten Turnierhasen geht es kein bisschen anders. Oh, ich bin total nervös. Oh, oh, ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Jetzt packen wir schnell alle Sachen, dann geht's zum Spot. Und dann fangen wir hoffentlich schon bald den ersten Fisch. Der Plan ist erstmal Zander, dann vielleicht Barsch, wenn ich das schaffe, Hecht. Das ist voll unpersönlich mit Brille, ne? So, jetzt seht ihr mich besser. Und das, also mein Ziel heute wäre es auf jeden Fall, drei Fische zu fangen. Einen Barsch, einen Hecht, einen Zander. Das wäre richtig geil. Aber das Training lief so schlecht. Da bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Okay, I am wake up. I like this phone. So this year I will take my waders with me, because I will fish a little bit inside the water, but close to the shore, so like 2 meters or something like that, because there is a lot of tree on the shore. It's impossible to cast directly from the shore. So yes, I take my waders with me. Servus, grüßt euch beieinander. Heute ist der erste Tag von UPC 23. Und zwar, mein Plan ist heute,
eigentlich einen ganzen Tag auf Zander zum Gehen und hoffentlich 2, 3, 4 Zander zum Fangen und vielleicht aus Beifang vielleicht der Barsch. Das wäre mir sehr willkommen. Und ob das mir alles so gelingt, wie ich mir vorstelle, das werdet ihr mit Sicherheit gleich sehen. So, wir sind jetzt hier in unserem ersten Spot angekommen. Wir werden heute versuchen, als allererstes den Barsch zu bekommen. Barsch, Zander steht heute auf dem Programm. Dafür haben wir uns ein paar schöne Spots in Fahrlinie rausgesucht. Und wir werden jetzt so ein paar verschiedene Spots hier am Fluss abfahren. Jeden Spot so eine halbe, dreiviertel Stunde geben. Und ich hoffe, dass was passiert. Anfangen werden wir jetzt mal da mit Twitch-Route, also so Search Base, die Oberfläche absuchen. Hoffen wir, dass da gleich was passiert. Und wenn nicht, dann gehen wir eine Etage tiefer, Jigspinner. Ganz normale Gummifische mit Jigkopf. Wir mal schauen, ob wir da nicht einen Barsch oder einen Zander erwischen. Hey. As you know, you can remove the patch. And there is a new patch this year. So I can choose the fish, my logo, LMAB of this one. I think it's the best for the moment. It's YPC Bank. Let's go fishing. I want to wish all the participants good luck. Hope you find the fish. So, wir stehen jetzt am ersten Spot. Es hat genau 8 Uhr. Ich mache jetzt den allerersten Wurf des YPC Bank 2023. Let's do this. Drückt mal die Daumen, dass die Vieh haut. 1, 2, 3, Feuer frei. Ich bin nervös. Bring mir einen Zander, bitte. Erster Schmiss kein Biss, das ist ein sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Wartet ihr genauso gespannt auf den ersten Biss wie ich? Hat bisher, glaube ich, noch keiner in der Gruppe was gepostet. Also die erste, zumindest die erste Minute ist ohne Fisch überstanden und ich habe gerade einen Biss gehabt. Nein! Nein! Gerade eben habe ich es gesagt, in dem heißen Bereich, wo wir gesagt haben. So, die ersten 5 Minuten ohne Biss. Ist ungewöhnlich hier an dem Spot. Deswegen wechsle ich mal die Farbe auf ein bisschen greller, chartreuse. Das Wasser zu gestern zum Trainingstag ist ein bisschen trüber geworden und fehlt echt viel Wasser, bestimmt 1,5 Meter. Ist auch ein bisschen durch Tide beeinflusst, aber naja, ein bisschen rumprobieren. Ich verfalle noch nicht in Panik nach den ersten 5 Minuten, aber ich hätte schon gern mal ein bisschen Aktion gehabt, ganz ehrlich. Der Spot lässt sich leider auch echt nicht so gut beangeln, weil man muss hier extrem weit rausfeuern und hat einen großen Schnurrbogen und der Wind drückt so extrem in den Schnurrbogen rein. Deswegen ist die Köderkontrolle jetzt gerade nicht ganz leicht, aber naja, kriegen wir schon hin. Ich habe jetzt ein paar Würfe gemacht. Ich habe es erst einmal mit 14 Gramm probiert, jetzt habe ich 18 Gramm drauf, aber heute ist so viel Strömung da drauf auf den Spot, jetzt gehe ich mal nur auf 20 und schau mal, ob es da dann beißt. My first impression is it's good. The water is still clear as it was with the exploring day, so that's fine. I don't see any baitfish at the moment, but maybe they are a bit further away. I'm gonna throw some different baits over here in this area, because this is a dead end. And also when they are pumping water, there's big streams coming, so the baitfish get in trouble and the pike like to ambush them then. So I hope I know they are here. But now we have to find what they want. Okay, I will switch a lot of time because I will switch top water and underwater lure a lot. And I have good items for that. It's from my brand Fish Explorer. It's a rod holder, so you can put it your rod like that and you can change your lure. Most easy, and I will try with spinner bait now.
Fisch. Jawohl. So. So stellt man sich das vor. Geil. 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 Sorry. Nicht der Kriegste, aber maßig. Sehr geil. So. Mache ich das Teil kurz nass mit dem Kescher, gell? Bin mal ein bisschen anfeuchtet. Super geil. Schnapp mal eins hin. 30,5 drüber, 31. Super. Schönes Teil. Du kannst noch sehr wertvoll sein, mein Freund. Okay. Sag deine Freunde, dass wir dich gut behandelt haben, gell? So, Jungs, ihr habt es gesehen. 7,5 cm Hitch in AU. Das nimmt mir jetzt echt einen Stein vom Herzen, Kinder. Ich kann nicht vorstellen. Heimtückischer Barsch erledigt. Mega, mega. Und weiter geht's. Bleiben wir gleich dran. Ui. Ach Gott allein bin ich jetzt froh, dass dieser Barsch weg ist. Porca miseria. Mega geil. Jetzt gehen wir uns auf das konzentrieren, was wir können. Ah, so. Sauber, Eule. 130er Barsch. Die Mehrheiten jetzt, glaube ich, mehrere haben. Petri. Fisch. Kleiner Fisch. Ich glaube, der wird nicht mal Maß haben, aber der erste Kontakt ist doch schon mal okay. Predator war der Köder, 10,05. 42 ist Maß, glaube ich. Ja, steht auch drauf. Gucken wir mal ganz schnell, ob es reicht. Oh ja, vorne dran. Über 0,5 Tadi, siehst du? Ein kleiner, süßer 45er Zander. Wird natürlich mehr erhofft, aber die ersten Punkte im YPC. So, den packe ich in den Kescher und dann darf er zurück. Ach, melden muss ich ihn ja auch noch. Aber egal, erstmal kommt dann Kescher und dann zurück ins Wasser. Die ersten Punkte für den YPC. Schnell in die Gruppe und dann geht's weiter. Nachdem Eule sich mit dem erfolgreichen Fang seines Angstgegners Barsch an die Tabellenspitze gesetzt hat, belegt Dustin mit dem ersten kleinen Zander Platz 2. Chris beobachtet die Fänge der Konkurrenz aufmerksam. Wer hat denn schon Fische gefangen? Eule, 31er Barsch. Ja Mensch, Eule hat ja doch kein Barsch-Desaster. Glückwunsch dazu und wer soll es anders sein? Dustin hat einen Zander gefangen, 45 cm. Petri, genau so einen brauche ich auch. Vielleicht war das sogar der, den ich hier gleich in der ersten oder zweiten Minute versäumelt habe. Jetzt würde ich gerne mal was in die Gruppe schreiben. Also, muss hier mal ein Fisch beißen. Fisch. No! What the fuck? Alter, willst du mich verarschen? Das kannst du jetzt nicht ernst meinen, oder? Alter. Gibt's dafür extra Punkte oder was ist da los? Guckt euch mal diese Flunder an. Das ist vor allem eine große und ich dachte, ich habe meinen Barsch jetzt gefangen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Predator? Ein 10,05? Haut hier so ein Moped raus. Wie auch immer man die hält, die ist auf jeden Fall groß. Geiler Fisch. Wenn ich jetzt nicht in der Competition wäre, würde ich mich sehr freuen. Naja, die Gute darf zurück. Danke für den Adrenalinkick. Oh, das kann aber nicht wahr sein, ey. Eine Scholle oder eine Flunder oder was auch immer das war. Das gibt's doch nicht. Dustin fängt tatsächlich einen Plattfisch weit oben im Fluss. Das ist so selten, dass er sich nicht einmal sicher ist, um welche Fischart es sich genau handelt. Wer von euch weiß das?
Schreibt es gerne in die Kommentare. Die Mitstreiter wundern sich natürlich nicht minder über diese Fangmeldung. Dustin Flunder. Flunder, genau. Ja, Dustin hat eine Flunder gefangen. Die zählt aber nicht, oder? 32. What is Flunder? Dustin. Wirklich? Flunder. Okay. Was ist Flunder? Flunder? What's a Flunder? Flunder? Ja? Yeah? A flatfish. It's a flatfish. Of 32. Why? How? Die habe ich vor zwei Tagen wahrscheinlich gefangen. Vielleicht ist die gleiche, weil ich weiß nicht, wie viel das da rumschwimmen. Auf alle Fälle wissen wir mal, wo der Dustin fischt. Are you fishing in the sea, Dustin? Why? And on top water, maybe? I don't know. Okay. Petri, Dustin. Ich weiß nicht, ob einige von euch sich daran erinnern können, aber ich habe schon mal eine Flunder im YPC gefangen. Und zwar im YPC-Boot in dem Jahr, als wir gewonnen haben. Vielleicht soll ich dich bei der Flunder-Pro mitfischen oder so. Oh, ich habe einen Follower, Follower. Oh, fuck. I had a follower. It was cruising beside it. Oh, fuck. Not a very big one, but it's a fish. I'm gonna change my lure. Maybe something more aggressive will work. Because it was slowly following it. It was just... Okay, I'm very shaky now. I knew they were here. Yes, this has more of a rattle. It's a bit more aggressive. Where are you? Come back. I'm gonna move further up the canal. I'm gonna leave this spot a little bit. I'm definitely coming back here because I had the follower, so I know there is one here. I tried some different baits, but I think I spooked him. So I'm gonna let it for a little while and then I'll come back. So. Gute Neuigkeiten. Die Online-Angelschule Anglerschmiede ist seit kurzem Teil der Hecht- und Barsch-Familie und deswegen geben wir einen aus. Wer jetzt seinen Angelscheinkurs auf anglerschmiede.de bucht, bekommt diesen quasi umsonst. Denn mit dem Gutscheincode HUB bekommst du ein Raubfischset im Wert von 150 Euro einfach kostenlos dazu. Mach jetzt deinen Schein, krieg dein Angelset nach Hause geschickt und leg sofort los. Wir sehen uns am Wasser. Der neueste Scheiß, teilweise schon bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lure-Drop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude. Ganz egal, wo du herkommst. Luredrop ist für alle geil. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Luredropper. I'm sorry, I don't make a lot of activity. But in this place, to be honest, it's a place with not so much fish, but with big one. So, yeah, I have no strike, I have nothing, but if I have one, it's for sure a big one. So let's continue a little bit, and if we have no result here, we will move to the river and try to catch some zander of some little fish, but yes, I need some in the competition. So please, just one big, and after we move.
big one, but it's one. I hope. Right in the shallows. Yes, yes, yes. Ooh. It's not a big one, but I think it's okay. Whoa, whoa, whoa. Oh, this one got caught by another pike. So, it's not a big one, but hey, fish is fish. Look at this. It got caught by something. I think maybe another pike or something, but it's still fresh. But hey, it is 73. Look at that wound. Super strange. Beautiful, we're gonna put it back. Yep. Let's release him. Slowly. Whew. Bye bye. Go fetch your mother. First one. Whew. I'm super happy. I'm shaky, but I'm super happy. This one, yeah. Up to the next. Ist das Bescheidenheit oder mangelnde Turniererfahrung? Der 73er ist jedenfalls ein klasse Wertungsfisch und bringt der Wildcard-Teilnehmerin die vorübergehende Tabellenführung. Mal sehen, ob Regina mit der Maus einen weiteren Hecht aus dem Flachwasser locken kann. Dustin ist trotz des Hechts nicht begeistert von der generellen Fangausbeute am heutigen Morgen. Ja, viel geht nicht, aber in der ganzen Gruppe 6 Angler. Über eine Stunde geangelt, 3 Fische insgesamt, Wahnsinn. Hier geht nicht viel, deswegen werde ich jetzt meinen Plan ändern, ein bisschen auf Barsch angeln. Halbe Stunde Fahrt verliert man, aber da habe ich dann viele Spots nah beieinander, das ist schon ganz gut. Also, 3 Würfe noch und dann geht's weiter. So Freunde, wir wissen ja, Danny regelt, gell? Jetzt haben wir einen Barsch auf der Full Card, jetzt werden wir größer wahnsinnig. Den, wo wir wollen, der frisst dann. Dann nehme ich da die Zanderrute mal, wo ich mal mitgenommen habe. 40 Gramm. Das ist ganz geil für so einen Quenk durchzuleiern auf jeden Fall. Probieren wir ganz einfach aus. Da ist mal die 18, 28 Gramm Rute für den da wirklich ein bisschen leicht. Der ist sehr bauchig, gell? Der macht richtig Druck. Versuch macht klug. So, das erinnert mich irgendwie an YPC Bass am Bolsena. Danny regelt. Fisch. Letzter Wurf hat es nochmal geregelt. Hab gerade nochmal gedacht, ey, viel Gobies hier, schwarzen Predator ran gemacht. Und es hat funktioniert. Geil. Extra richtig schweren Bleikopf ran gemacht, 18 Gramm über Blei gefischt, weil ich dachte, ey, man muss die vielleicht wachrütteln. Und der hat so ein bisschen die Kategorie wie der davor. Nicht groß, aber scheinbar wichtige Punkte heute. Ah, der ist ja deutlich größer. Vorne dran, 0,5. 51. Sehr gut. Puh. Ich habe gerade noch gesagt, das ist mein letzter Wurf. Ja, da kam Fisch. Das heißt, ich bleib noch ein bisschen. Nachdem Dustin sich an die Tabellenspitze gesetzt hat, wechselt er den Spot also doch noch nicht. Herbert ist dagegen gerade am Zusammenpacken. So, leider hat der erste Spot nicht gefruchtet. Hätte doch schon gerne einen Zander gefangen, muss ich echt ganz ehrlich sagen. Aber jetzt geht's zum nächsten. Aber ich bin jetzt einmal nicht so nervös, weil die Fische, die anderen gefangen haben, die sind jetzt keine Ausnahmefische, die kann man jederzeit auch fangen. Natürlich hätte man es selber gern, aber wenn der Dustin jetzt schon wieder irgendwie ein Meterhecht haben hat und schlag mich tot, das war natürlich wieder nicht so geil. Aber mit denen können wir auf alle Fälle leben. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Ist natürlich auch wieder hauptsächlich ein Zanderspot. Und weil ich mich unbedingt heute einen Zander fange oder mehrere. Und schauen wir mal.
Wann kriegt man Backlash? Genau, wenn man nicht hinter sich guckt und nicht sieht, dass da das Gras so hoch ist. Der Köder hängt nämlich da hinten drin. Wie kriegt man den los? Man sucht sich die Stelle, wo die Schnur quasi blockiert. Ne? Die blockiert hier jetzt an dieser Stelle. Dann nehme ich genau diese Schlaufe, die das blockiert, und ziehe diese Schlaufe raus. Und wenn man diese Schlaufe raus hat, kann man in der Regel, und hoffentlich hat das jetzt geklappt, genau, kann man weiter drehen. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken mit dem Wind, weil die Schnur so viel an der Hand liegt. Jetzt haben wir hier die nächste Schlaufe, die blockiert. Wir ziehen die wieder raus. Und dann kann man hier weitermachen. Und der Backlash ist gelöst. So schwer ist es also gar nicht. Damit man nicht so wie ich gerade eben hinten hängen bleibt, nicht einen Überkopfwurf machen, wo der Köder nach hinten geht, sondern wir holen einfach seitlich aus und werfen. Dann vermeiden wir, dass wir hinten dran hängen bleiben und haben auch keinen Backlash, den wir lösen müssen, weil das kostet alles Zeit und davon haben wir heute leider nicht allzu viel. Okay, it's time to move. No big fish in this, this zone. So now we go to the river and I will try to fish close to the shore for perch and zander. Maybe pike, but there is not so much pike in this area. Okay, yeah, zander and perch. Let's go. Follow me. So, Freunde, das war's. Spotwechsel. Naja. Schade, ich habe eigentlich gehofft, das brauchen wir öfters da an dem Platz. Kommt noch, kommt noch. Wenn ich ein Barsch wäre, ne, hätte ich auch erst mit auf Fresse, wenn es warm ist. Sehr. Eiskalter Winter in Holland. Wir fahren jetzt auf die andere Seite von der Brücke und machen ganz genau das Gleiche. Vielleicht haben sie da immer mehr Hunger. Komm schon. Yes! Juhu! Ach, Erleichterung. Erleichterung pur. Ach, das ist so ein knapper 40er Barsch. Puh. Nice. Da ist er. Ach, der erste Fisch. Sehr geil. Den messen wir gleich. Und dann gucken wir, ob wir noch einen fangen. Machen wir ihn. So. 42,5, korrekt? Ja. Also, 43er Barsch. Puh, der war wichtig. Der war sehr wichtig. Den packen wir zurück. Nun ist auch Christopher auf dem Scoreboard. Der Mannheimer kann mit diesem 43er Barsch den bisher punktbesten Fisch des Tages eintüten und ist entsprechend glücklich. Genau solche Exemplare braucht man zum Weiterkommen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. War doch so ein bekanntes Filmzitat, oder? Plan ist bisher aufgegangen, wir sind aber 10 Minuten hinten dran, dadurch, dass wir jetzt einen Fisch gefangen haben. Deswegen machen wir hier jetzt noch 2, 3 Würfe und dann geht's weiter. So, das war's hier an dem Spot. 2 Zander, eigentlich enttäuschend, muss man sagen. Aber wenn man sich den Rest im Feld anguckt, würde ich sagen, stehe ich ganz gut da. Jetzt geht's auf Barsch und hoffentlich geht da mehr als hier. Ups,
Der Platzwechsel ist schneller gegangen wie gedacht, gell? Zum Glück zahlt Zeck heute die Knolle. Das gleiche Spiel, der gleiche Gang. Jungs, ihr seht, wir brauchen nicht viel Gepäck. Kescher, Mescherboard, zwei Route. Kleine Box hole ich gleich noch. Machen wir dasselbe Spiel wieder. Fischen erst die Oberfläche ab mit Search bzw. mit Twitchbaits. Und dann gehen wir nun auf den Grund. Und wenn da nichts ist, gleich weiter auf den nächsten Spot. Wie gesagt, wir machen heute verschiedene Spots. Und wenn wir überall einen Fisch abgreifen können, dann haben wir heute oben schon unser Fullcard. So liebt er das, der Eule. Herrlich. The King is back. Ach Gott, allein, traumhaft. Vielen Dank an den. Da liegt ein toter 34er Barsch. Wenn ich den reiß, zählt er dann. Zählt nicht. Wenn ich den Mundbereich hake. Scheiße, schöner Fisch. Fuck, Alter. Naja. Okay. Dann hoffen wir, dass viele Leute auf der Beerdigung sind. Viele Barsche hier, wa? So, I will try now to jig, but the wind is so hard. The wind is coming from the north. So, bad weather, of course, but it's the same for all competitors. So, okay, we will try. I will try with jig. If it's not possible to metrize the line, I will change for maybe jack minnow. I don't know. I will begin with jig and check how will move my line. Fisch. Aber zu klein. Also den ersten Fisch habe ich gefangen mit der Tube, eigentlich wie erwartet, weil ich habe jetzt die letzte Zeit wirklich sehr viel damit gefischt und habe echt im Winter sehr viele große Barsche gefangen und mit dem Zander hat es jetzt auch geklappt. Und das Kuriosere ist ja, man schiebt da eine Blei rein, in die Tube rein und hackelt dann einfach mit so einem normalen Wacki-Haken einfach ordinär durch. Schaut auf den ersten Blick aus wie Anfängerfischen, keine Ahnung. Aber sie funktioniert eigentlich nur, wenn man es so macht. Mit dem Blei bestimmt man, wie was Strömung oder wie weit man werfen will. Sensationeller Köder. Herbert befördert zumindest mal den ersten untermaßigen Fisch in den Kescher, während Landry am neuen Spot scheinbar von windbedingten Schnurbögen am Fangen gehindert wird. I feel the fish. The fish attack my lure, but with the wind, my lure is always not straight. And it was a fish, but I not hook the fish. Ay, 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 ay. My unlucky day continue. I know I have 20 minutes left for pike fishing and I want to catch another one. Just so that's out of the, that's done. And I'm already thinking about my next spot, what I'm gonna do there. That's also not handy. I've got a lot on my mind. Regina denkt beim Hechtangeln schon an die nächste Fischart. Dustin nimmt seine zweite Spezies schon jetzt ins Visier. Jetzt geht's auf Barsch. Ich werde einen Twitchbait montieren, unseren Mad Max Medium Runner. Ich werde ihn leicht hier nach Strömung twitchen. Funktioniert eigentlich oft ganz gut. Mal sehen, ob jetzt auch. Wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen. So, wir sind jetzt direkt am Spot und mit direkt am Spot meine ich, wenn ich einen Meter oder zwei weiterfahre, ist das Auto im Wasser. Deswegen, wir haben hier genau einen Plan, was wir hier fischen. Wir lassen einfach das Auto auf und gehen hier rüber. Wir probieren hier jetzt mit dem Spin-Jig. Zwei, drei Würfe links, zwei, drei Würfe rechts, ein paar geradeaus und dann geht's weiter. Wenn hier ein Fisch steht, kommt er hoffentlich schnell. Viel Zeit wollen wir hier nicht verbringen. Nächste Fisch. So, wir machen mal den Kescher auf, um den Druck nicht zu verlieren. Laufe ich einfach
So, Druck nicht verlieren. Kescher ist jetzt ausgefahren zwischen die Beine. Und jetzt weiter. Bist du etwa ein Zander? Was bist du denn? Oh, ich spüre Zähne. Hä? Ja, dann könnte es sogar ein Zeppi sein, hä? Eingenetzt ist er. Oh. Ob der das Maß hat? Ja, könnte gerade so drüber sein. Wir messen ihn gleich mal. Wasserflasche. Großzügig nass machen, gucken, dass der Wind es nicht zu arg macht. Dann können wir den Fisch mal drauflegen. Naja, so knapp war es dann doch nicht. 43,5, korrekt? Puh. Zander 44, korrekt? 44. Ich habe 44 eingegeben. Ist ganz wichtig, dass man die richtige Zahl da reinschreibt. Liebe Grüße an dich, Schlondri. Ich hätte mich echt für dich gefreut. Wir hatten es gestern schon darüber. Richtige Zahl reporten, ganz wichtig. So, auf geht's. Und jetzt der nächste. Im Fischartenraten macht sich Chris noch nicht so gut. Doch nachdem der Hecht ein Barsch und der Barsch ein Zander war, steht er trotzdem auf Platz 1 der Tabelle. Landry, der letztes Jahr wegen eines falsch gemeldeten Fisches kurzzeitig glaubte, den Titel gewonnen zu haben und damit so etwas wie das Schalke 04 des YPC wurde, steht heute noch bei 0 Punkten, lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Wie hat sie verloren? Hey, this area is much better. It's more deep, close to the shore. Yes! Puh. Spinnerbait! Puh. Alter! Oh. Ich habe gedacht, da unter den Blättern muss doch einer stehen. Und der stand auch da. So, hier. Mace Runner. Ihr wisst es alle. Ich liebe den. Ich habe als Trailerhook die BKK-Haken. Die sind richtig, richtig gut. Oh, das ist ein massiver Fisch. Kein Monster, aber der wird so ja, gute 80 haben. Über 0,5, 82, 82 vom Kameramann bestätigt. Wunderschöner Fisch, ein richtig massives Ding. Der darf zurück ins Wasser. Oh, da wollte er schnell zurück, als es dem Kameramann lieb war. Hast du noch drauf, Tadi? Yes, 82. 82? Ja, sehr gut. Oh, Mann, zäh heute, ey. Richtig zäh. Tabellenführung zurückerobert. Da die Barsche nicht so richtig wollen, packt Dustin seine Hechtwaffe aus und holt sich die zweite Fischart. Da geht's. Mace Runner L, BKK, Teflon-coated Trailhooks, supergeil. Predator 10.06. Gold, eigentlich meine liebste Farbe für Hecht. Ja, da darf ruhig noch einer kommen. Da darf den Petri heil. Ich hab gerade erfahren, du hast einen großen Hecht gefangen, beziehungsweise ein 82er Hecht, Petri Heil dafür. Ja, das sind Fische, die wohl in der Wertung bleiben. Und dann muss ich jetzt einmal Gas geben. Fisch.
vielleicht reicht's. Ah ja, ist massig. Boah, super. Äh, 44, oder? Ein kleiner Zander, 45 cm, aber das ist eigentlich genau das, was wir wollen und was wir brauchen. Da ein paar Stück, vielleicht noch ein oder so über 50, das war super. Und morgen geht es dann auf Barsch und Hecht. Aber ich freue mich schon mal, dass das jetzt wenigstens geklappt hat. Mit diesem Zander hat nun auch Herbert seine ersten Punkte auf dem Konto. Einzig Vizemeister Landry hat noch keinen Fisch in der Wertung. Und da das gute Gefühl an seinem dritten Spot auch relativ schnell wieder verfliegt, steuert er bereits die vierte Stelle des Tages an. Was er dort vorhat, erklärt er uns in aller Seelenruhe. Hektik bricht hier keine aus. Okay, what's next now? We will continue to fish in the river, but more for Zonder now. This place was for perch, but I don't find any perch. The same as my training, in the training days. I don't find any perch, so yes, I try. Christopher took one, but I don't find the perch. So we will try another spot, and I have one spot for pike. Maybe on the way we will go there, but the plan is to go to take some zonder. Not so big, but to take some. Yeah. Sicher. Leider klein, aber wir arbeiten uns voran. Der hat jetzt ein bisschen mehr wie der andere, da geht er drüber, also hat er 46 cm. Gefangen habe ich ihn jetzt mit der Montage, wie den anderen auch. Kickback brauche ich jetzt, weil die stehen da ganz draußen an der Kante draußen und da muss ich bestimmt 70, 80 Meter werfen und da tue ich 12 Gramm Blei hier und dann mit der langen Angel, dann komme ich da hin. Jetzt probiere ich aber noch mal, dass ich noch mehr anfange und dann hauen wir ab woanders hin. Yes, hi, we are arrived on the next spot. I think everybody who watches YPC knows this spot, it's a well-known spot. This is gonna be my, not my main zander spot, but also a perch. Perch and zander, I'm trying to catch perch and zander over here. The wind direction changed a little bit in comparison to the training. That can make it a bit harder due to the slack in the line, but we're gonna make the best of it. I'm gonna use a long rod, because I'm standing very high and I can put my rod tip down so I can fish nice and even. This is the Lizard X, the signature design Evert Oostdam. It's 2 meters 70 and it has casting weight till 30 grams, I think. 10 to 40. Well, I'm gonna start with a small picklet shed, 8.5 centimeters, with a 10 gram jig head. Let's see if that works. Probably I'm gonna need some more weight, also due to the wind and the stream, but we're gonna see. Guter Barsch. Scheiße, ausgestiegen, Alter. Fuck. Fuck. Schöner Barsch, genau da vorne. Vor den Füßen genommen, vor den Füßen ausgestiegen. Super. Super. Naja. Ich wollte gerade sagen, entweder wir ficken uns jetzt den ganzen Tag den Kopf wegen dem, gell? Oder wir fischen halt ganz einfach weiter und fangen den nächsten. So, und jetzt versuche ich mal kurz was. Ich gehe noch mal kurz ans Auto und hole einen kleineren Twitchbait, weil der erste Barsch vorhin, der war schon nicht sauber gegangen, der war schon gelöst im Kescher. Der Fisch eben ausgestiegen. Vielleicht ist wirklich der Köder ein Tick zu groß. Ich versuche es mal nur mal kleiner. Hol gerade meine Box.
Na, auch eine kleine Plauze? Wenn du Ufer-Sessions beim Angeln liebst und ganz entspannt zum Ziel kommen möchtest, dann mach mit bei der zweiten Shimano Week in diesem Jahr. Einfach vom 20. bis 29.08. Shimano-Produkte bei uns im Shop einkaufen und die 50 Euro Shimano-Warenwert automatisch mit einem Los im Lostopf landen. Mit einem E-Bike im Wert von über 2.500 Euro samt Shimano Step-Motor ganz bequem zum nächsten Angelspot. So macht sogar mir Fahrradfahren Spaß. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 bekommt man hier einen Warenwert von über 200 Euro. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. So, this year I fish with a new brand for you, for me also. It's Stucky Fishing. This is the real rider. This is the most popular soft lure in Switzerland. We have all the size of the real rider here and a special color. One from Hecton Barsch and YouTube, and one with the color of YPC. So this one is for with the color from YPC, and this one, look, I will show you. And look the paddle. This is the logo from YouTube. We have normally five different sizes. This is the 7 centimeter. This is the 10 centimeter, 12 centimeter, and 17 centimeter. There is another big one. I think it's 20 or 22, something like that. It's the biggest one. I don't need for fishing in the river. So I will fish with the 7, 10, and maybe 12, depending of the result. And as you see, the result is not so good. So I will fish with the 7 and 10 to begin, and we will try with the jig head, and we will see the result. It's a perch! Please, 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 a perch! It's a little one, but it's a perch, it's a perch! My first fish, my worst fish! Oh, what is the problem? Perch is not on the net, why? What the fuck? I think I have a hole in my net because it's my pike net. And coming here, the perch is passing outside. Woo. Okay, I have a knot, but I have the perch. What a crazy day. Yeah, it's the YouTube color. Aha, do you like YouTube color? Cool. The color of this fish is beautiful. There is a lot of black pond. It's not a big fish, but it's a fish. Close to the record, I think. 27. So now, this year I remember. So 27, 27,
27. Go back on the water, 27. Let's go, this side, this side. Yes. 27, 27. Woo! First fish! Wertungsfisch Nummer 1 für Landry, Barsch Nummer 3 für Gruppe A. Dustin hofft wohl, dass Nummer 4 in seinem Kescher landet, denn er ist zurück an seiner Barschstelle. So, wir sind hier zu unserem ersten Barschspot zurückgefahren, weil eigentlich geht hier immer was und ich brauche noch unbedingt den Barsch. Und, ich glaube, in der Anmoderation oder im Interview wurde ich gefragt, warum kommst du weiter? Und dann habe ich gesagt, weil ich nicht in Panik gerate und den Spot oder meinen Plan zu Ende führe. Ich bin auf jeden Fall schon leicht panisch, aber ich bleibe, also ich halte mich noch am Plan. Mal gucken, vielleicht wird es belohnt, hoffentlich. Viel Zeit in der ersten Halbzeit haben wir auch nicht mehr. Knappe 10 Minuten. Es wäre schon schön, noch einen Barsch zu fangen in der Zeit, aber naja. Sagen, 6 Fische muss ich einbringen, in der ersten Halbzeit 3. Ist doch ein guter Schnitt. Nee, heute läuft es echt schwer. Man soll nicht übertreiben. Ich bin happy mit dem Ergebnis jetzt, aber ne, wenn du am Ende keinen Barsch fängst, dann bringst du dir auch nichts, kommst auch nicht weiter. So, wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit. Die Halbzeit werden wir wahrscheinlich im Auto verbringen. Wir haben jetzt eine etwas längere Fahrt. Der Plan ist bei mir so halb aufgegangen. Ich hätte gern einen Fisch hier noch mehr gefangen, aber ich will mich mal nicht beschweren. Die zweite Tageshälfte steht noch an. Also unbedingt nächste Woche wieder einschalten in der nächsten Folge. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Den seht ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Mit Christophers Abmoderation beenden wir die erste Folge, in der alle 6 Anglerinnen und Angler ganz schön mit dem Beißverhalten der Räuber zu kämpfen hatten. Doch trotzdem haben alle 6 schon Punkte sammeln können. Dustin ist mit 2 kleineren Zandern und einem guten Hecht vorne. Christopher mit einem guten Barsch und einem kleinen Zander zweiter. Herbert hat 2 kleine Zander, Regina einen Hecht, Eule und Landry je einen Barsch. Was für die Angler hart ist, ist für uns spannend. Denn welche 3 hier weiterkommen, ist komplett offen. Wir freuen uns über ein Like, einen Kommentar und hoffen, dass ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr wieder einschaltet. Ciao.